1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und unser Thema heißt: Ich habe mein Wort gebrochen. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die eben ihr Wort gebrochen haben, und auch gerne mit Opfern sprechen. Opfer von wortbrüchigen Menschen. Vielleicht habt ihr auf dem Sterbebett jemandem etwas versprochen und dieses dann nicht eingehalten. Das ist ein Wortbruch. Oder vielleicht habt ihr einem Freund nicht beigestanden in einer Notsituation, obwohl ihr immer gesagt habt, ja, wenn mal dieses und jenes passiert, ich stehe an deiner Seite und ich bin bei dir. Und im entscheidenden Augenblick wart ihr das nicht. Oder vielleicht habt ihr eurem Kind irgendetwas Gewichtiges mal versprochen und habt euch nicht dran gehalten. Oder kann ja auch sein, dass im weitesten Sinne, dass jemand von euch vielleicht mal Priester war und dann das Wort gebrochen hat, nur Gott zu dienen und nicht mehr Priester ist, sondern aus dem Amt herausgegangen ist und mittlerweile ein familiäres Leben führt. Also, ich habe mein Wort gebrochen. Das ist unser Thema heute Nacht. Und ich würde gerne mit euch sprechen, wenn ihr das auch gerne wollt. Telefonnummer 0800 220 5050. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer. Oder ihr mailt uns ganz einfach unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Hanne. Und Hanne ist 61 Jahre. Guten Morgen, Hanne. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo, Hanne. Ja. Wortbruch. Du hast dein Wort gebrochen. Ja, ich habe mein Wort gebrochen. Und zwar am 19. Mai, vor 4 Jahren, ist mein Mann verstorben. Ja. Und ich habe ihm versprochen, also nicht bis zum Alkohol zu greifen. Nicht wieder zum Alkohol zu greifen? Das heißt, du warst vorher alkoholabhängig? Ich war, davor war ich 23 Jahre abstinent. Und ich habe ihn kennengelernt, als ich gerade aus einer Entziehungskur kam, die ich ein halbes Jahr gemacht habe. Und er wusste also von meiner Vorgeschichte und auch, wie schlimm das war und so weiter. Wie lange warst du damals? Also das liegt dann ja schon sehr lange zurück. Das liegt, es war 79, 80. Ja, wie lange warst du da, ich sag mal, schwere Alkoholikerin? Oh, das kann also schleichen, ich weiß es gar nicht genau, wie lange das war. So, auf jeden Fall warst du in einer Klinik und du bist behandelt worden. Hast du es auch eingesehen, dass du alkoholabhängig bist? Ja. Und warst dann über 20 Jahre trocken? 23 Jahre war ich abstinent. Mhm. Dann ist vor 4 Jahren dein Mann gestorben. Ja, richtig. Und dann? Ja, ich habe ihm also auf dem Sterbebett versprochen, dass ich nicht mehr trinken werde. Das habe ich dann auch noch ein halbes Jahr, bis November habe ich das durchgehalten. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin also total alleine. Ich habe keine Freunde, ich habe keine Verwandten. Ja. Ich stehe zwar noch voll im Berufsleben, obwohl ich schon 61 bin, aber... Ja. Was machst du beruflich? Ich bin bei der Bundeswehr verwaltungsangestellt. Ach so, ja. Das heißt, du trinkst dann seit diesem gerade besagten Datum, seit dieser Zeit trinkst du wieder? Nein. Ich habe also bis zur Bewusstlosigkeit, fast bis zum Leberkoma habe ich getrunken, von November bis Februar. Dann konnte ich körperlich einfach nicht mehr. Ach so. Da bin ich ins Krankenhaus gegangen, habe eine Entgiftung gemacht und bin im Mai 2003 dann nochmal 8 Wochen in eine Entziehungskur gegangen. Verstehe. Seitdem bin ich auch wieder trocken. Ach so. Aber ich kann das einfach nicht verwinden, dass ich ihm das versprochen habe. Und es liegt auch irgendwie wie ein Fluch auf mir. Seitdem geht es mir nur noch schlecht. Sicher, so ein Verlust... Der ist ja auch gar nicht, Trauer ist ja auch gar nicht mit Jahren zu bemessen. Was sind schon 4 Jahre, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat? Unter Umständen ist das gar nichts, überhaupt gar nichts. Aber ich finde, ich sehe doch nur was Positives in dem, was du sagst. Du bist wieder rückfällig geworden. Du hast gesoffen bis zum Koma, sagst du. Ja. Was man ja irgendwie auch noch verstehen kann, aus Unglück heraus, aus Verzweiflung, dass du deinen Mann verloren hattest. Aber du hast es dann ja geschafft, wieder davon zu kommen und wieder trocken zu werden bis heute. Das finde ich eine Leistung. Das finde ich wirklich eine Leistung, muss ich dir sagen. Ja. Und ich habe da auch, also ich glaube, fast alle werden Verständnis haben, dass man nach so einem Todesfall vielleicht völlig absackt und alle Kräfte verliert.
Ja, das ist möglich, denn ich habe ihn ja vier Monate beim Sterben begleitet. Ne? Er hatte Lungenkrebs gehabt und ich war also vier Monate an seiner Seite und ich konnte mich auch anständig von ihm verabschieden und so weiter. Aber es lässt mir keine Ruhe, dass ich das Wort gebrochen habe. Ne? Das heißt, selbst wenn du vorher 20 Jahre trocken warst, 23. Na, okay, dass er doch die Sorge hatte, dass da irgendwas passieren könnte. Ja, 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 und zu Recht, ne? Zu Recht, ja. Was meinst du, wie würde er das denn alles beurteilen, was jetzt passiert ist dann in diesen letzten vier Jahren? Also er wäre ganz bestimmt nicht zufrieden mit mir. Aber wäre er nicht auch stolz, dass du es wieder geschafft hast? Trotz des Unglücks, das immer noch da ist? Nee. Warum nicht? Er war ein ziemlich schwieriger Mensch. Und darum habe ich auch heute keine Freunde oder keine Bekannten mehr, ne? Weil ihr sehr isoliert gelebt habt? Ja, ja. Er hat sehr viel kaputt gemacht. Ja. Er hat sehr viel kaputt gemacht. Das heißt, du siehst ihn auch durchaus kritisch? Ja, sehr. Sehr. Dennoch hatte ich das so runtergezogen, als er und er so unglücklich... Ja, dass er mich so alleine gelassen hat, ne? Das heißt... total alleine. Das heißt, das war auch ein Abhängigkeitsverhältnis, dass er... Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Also jetzt frage ich dich mal ganz, ganz, ganz klar. Ja. Was hat überwogen, die Liebe oder das Gefühl, von ihm abhängig zu sein? Er war von mir abhängig. Er war von dir abhängig? Ja, ja. Finanziell und auch emotional. Aber du sagst, er hat so viel kaputt gemacht. Ja, ich meine, ich kannte ihn fast nur krank. Ne? Wir haben 82 geheiratet und seit 84 war er erwerbsunfähig. Und wie gesagt, also ich konnte kein Widerwort leisten, weil er sofort mit Asthmaanfällen reagiert hat und der Notarzt da war und so weiter. Also er war zwar von dir abhängig, aber letztendlich hast du dich untergeordnet. Ja. Kann man so sagen? Ja, auf jeden Fall. Und sein Wille zählte schon. Ja, Wenn er mit dem Nachbar oder mit dem keinen Kontakt haben wollte. Ach, mit den Nachbarn ist sowieso ein Thema, ja. Dann war Schluss. Das heißt, du bist eigentlich eher so von der Veranlagung her ein kommunikativer Mensch. Ja, sehr. Und hättest gern. Das sagen mir alle. Warum hast du heute keinen Kontakt zu anderen und so weiter? Auch im Dienst, wenn ich da bin. Die erleben mich alle nur kommunikativ. Und das hat er alles unterbunden. Ja. Jetzt sind vier Jahre vergangen. Dann ist das Gefühl schon sehr gespalten, was du zu ihm hast. Da ist auch Zorn. Natürlich. Da ist nicht nur das Gefühl, einen Verlust erlebt zu haben, da ist auch Zorn. Sehr viel Zorn. Ich meine, dass der Zorn überwiegt. Der Zorn überwiegt. Und das heißt, aufgrund dessen ist vielleicht dann auch die Alkoholsucht nochmal ausgebrochen, dass dir klar wurde, in welche Situation du geraten warst, was er vielleicht auch mit dir gemacht hatte und dass du keinen mehr hattest, an den du dich halten konntest? Ja. Also, ich meine jetzt, wir können ja nur ein paar Minuten hier reden. Aber, aber was du mir jetzt schon erzählt hast, Hanne, finde ich, dass du diesem Mann gegenüber kein schlechtes Gewissen haben musst. Überhaupt nicht. Ich finde, du bist dir gegenüber verantwortlich. Du bist eingebrochen, aus sehr differenzierten Gründen offensichtlich, wie du es jetzt erzählt hast. Und du hast dich wieder hochgerappelt. Ja, aber... Es hat alles seine zwei Seiten. Ne? Sicherlich, er war abhängig von mir, aber ich war genauso abhängig von ihm. Habe ich schon verstanden. Im Moment fehlt mir irgendetwas, was ich... Ja, das war eine symbiotische... kann oder was, irgendwas. Ich glaube, das war eine symbiotische Beziehung, was ihr da hattet. Ja. Und da ist ein Teil weggebrochen. Ja. Aber ein Teil, was dir eigentlich gar nicht gut getan hat. Eigentlich, wenn man es ganz objektiv... Ja, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt aus dieser Situation wieder rauskomme. Ich finde, dass der erste wahnsinnige Schritt, den hast du schon mal geschafft, dass du aus dem Alkoholismus wieder rausgekommen bist. Ja, natürlich. So, jetzt wäre der zweite Schritt, da du eigentlich ein kommunikativer Mensch bist, wie du es gerade beschrieben hast, auch eine so psychisch wieder auf die Beine, allein selbstständig zu kommen. Das wäre die nächste Aufgabe. Und die schaffst du nicht alleine. Nee, aber wie schaffe ich das? Die schaffst du nur mit Hilfe eines professionellen Menschen an deiner Seite. Und wo finde ich den? Das kann ich dir jetzt gleich, das heißt nicht ich, sondern meine Psychologin wird dir das jetzt gleich erklären. Ach, das wäre toll. Das finde ich, solltest du machen. Und sie, das nochmal. Wie gesagt, ich bin so isoliert. Ja, und sieh das doch alles jetzt nochmal nach all dem Unglück und was da hinter dir liegt, nochmal als Neuanfang. Du bist ja erst 61 Jahre alt. Ja. Es ist, Alter ist ja auch mal als Relatives. Ja, sicher. Also gegenüber einer 81-Jährigen bist du noch eine recht junge und frische Frau. Danke. Ja. So muss man es auch sehen. Ja. So, das könnte jetzt nochmal ein Neuanfang werden.
Und das ist deine Chance. Und die musst du, und die musst du im Schopf verfassen. Das wäre schön. Jetzt legst du auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und dann beredet ihr alles weiter, was du tun solltest. Das ist lieb. Alles Gute von Herzen und alles Liebe, Hanne. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich habe mein Wort gebrochen. Ich möchte gerne mit wortbrüchigen Menschen sprechen, die wirklich irgendwie groß posaunt mal haben, das und das und das mache ich und daran halte ich mich, dieses Versprechen gebe ich ab und dann habt ihr das nicht eingehalten. Und dann habt ihr genau das Gegenteil vielleicht gemacht oder was ganz anderes gemacht. Vielleicht leidet ihr sehr darunter, vielleicht sagt ihr auch, naja, das ging irgendwie nicht anders. Wie auch immer, 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Hier ist Lisa und Lisa ist 17 Jahre alt. Hallo Lisa. Hallo. Guten Morgen. Lisa, du hast dein Wort auch gebrochen? Nein, eigentlich nicht. Und zwar, ich habe einen Freund. Der hat sein Wort gebrochen? Ja, der hat sein Wort gebrochen. Also der ist verheiratet. Wie alt ist der denn? 50. 50? Ja. Du bist 17? Ja, ich weiß, hört sich komisch an, aber ja. Das ist ein heftiger Altersunterschied. Ja. Okay, das ist er ist verheiratet, ist dein Freund? Ja. Und wie lange ist er schon dein Freund? Seit 2 Jahren. Da warst du erst 15, Mensch. Ja. Was ist denn das für einer? Wie hat er dich denn kennengelernt? Also ich war mittags mit meinen Freundinnen nach der Schule was trinken. Mhm. Und dann hat er halt die ganze Zeit so hergeschaut. Und dann hat er uns irgendwann angesprochen, also mich. Und dann wollte er meine Handynummer. Und dann habe ich so gedacht, ja, ist nur ein Spaß und ich mache halt mit. Mhm. Und ja, dann haben wir einen Monat lang telefoniert nur. Mhm. Und ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, aber so halt. Und dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen, also zum zweiten Mal eigentlich. Und dann hat es irgendwie gefunkt. Hört sich zwar komisch an. Hat es wirklich gefunkt? Also, hast du dich wirklich in diesen doch so sehr viel älteren Mann verliebt? Oder hat er dich verführt? Also am Anfang glaube ich verführt, aber dann habe ich mich verliebt. Also so, dass du ihn so richtig Schmetterlinge im Bauch hattest? Ja. Hat das damals jemand mitbekommen? Deine Eltern zum Beispiel? Nein. Die wären ja vom Glauben abgefallen. Zu Recht auch. Ja. Wenn die gehört hätten, meine Tochter 15 Jahre alt, ist mit einem 50, damals dann 48-jährigen Kerl zusammen. Also lief das heimlich? Ja. Ganz heimlich? Ja, ich habe mir auch nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, ja, es ist halt nur ein Spaß. Und dann irgendwie, ich wollte das alles nicht, dann ist halt einfach wie so rollgerutscht. Also er hat das schon mehr so geschickt alles so gedreht? Ja, weil der hat schon mehrere Freundinnen vor mir gehabt. Klar. Und dann habe ich gesagt, ja, du weißt doch, wie das ist, du hast schon vorher Freundinnen gehabt und so. Mhm. Und er sagt immer, nein, ich habe das nicht gedacht, dass ich auch so viele Gefühle für dich entwickle und so. So, jetzt sagst du, er hat sein Wort gebrochen. Ja, er hat mir versprochen, dass er seine Frau verlässt und zu mir kommt. Mhm. Und das tut er jetzt nicht? Nein, also die ganze Zeit, wenn ich ihn drauf anspreche, dann sagt er, ja, ich weiß nicht genau. Und er hat auch zu mir gesagt, dass er mich liebt wirklich und auch in die Augen und so. Und dann sagt er immer, ach, ich weiß nicht und ich würde ihn unter Druck setzen, aber stimmt es gar nicht. Ich habe ihn nie unter Druck gesetzt. Das heißt, diese Beziehung läuft immer noch? Ja. Und die läuft immer noch heimlich? Ja. Wer weiß denn davon? Hast du eine gute Freundin, der du alles... Ja, eine Bekannte und die hat auch sowas mal erlebt und mit der rede ich ja drüber, mit sonst keinem. Mit sonst keinem. Und du hast das bis heute vor deinen Eltern geheim gehalten? Ja, das finde ich gerade so schlimm, weil ich weiß eigentlich nie mehr, was ich machen soll, weil es tut mir auch so leid, dass ich dann immer was erfinden muss. Und du lebst noch bei deinen Eltern zu Hause? Ja. Ja. Und was erzählst du dann, wenn du dich mit denen triffst? Entschuldigung. Dass ich halt bei meiner Freundin schlafe oder Und wo triffst du dich mit ihm? Also wir telefonieren jeden Tag und wenn er mich dann anruft und sagt, ich habe Zeit, dann fahre ich 20 Minuten mit dem Zug dorthin. Ja, und dann treffen wir uns, gehen in die Stadt und gehen ins Kino. Also da wo er lebt? Ja. Hat der nicht Angst, dass man ihn sieht in der Stadt, wenn er dann gesetzter Mann ist hat er Familie auch, hat auch Kinder? Ja, sind aber schon erwachsen. Ja, also der hat keine Angst, dass er gesehen wird? Nein. Wenn ihr die Nächte miteinander verbringt, wo verbringt er sie miteinander? Im Hotel. Im Hotel?
Ja. Lisa, ich finde, das klingt alles überhaupt nicht in Ordnung und nicht gut. Wie gesagt, ich will nicht, dass jemand verletzt wird, und das tut mir auch leid für seine Frau, weil ich bin normal nicht so, wo es denkt, ach egal, ich scheiße auf die andere, auf die Gefühle. Mhm. Aber ich bin einfach so, es ist einfach so passiert. Ja, du trägst da überhaupt gar keine Schuld. Du bist ein ganz junges Mädel gewesen, junge Frau, und er hat dich da reingezogen. Wenn er jetzt sein Wort gebrochen hat und seine Frau nicht verlässt, ist das vielleicht sogar ganz gut so, dass sich das alles so ergibt und du dadurch vielleicht jetzt ins Nachdenken gerätst. Liebst du diesen Mann? Ja, wirklich. Am Anfang habe ich auch gedacht, ach, so alt ist Sack. Begehrst du ihn auch, wenn du mit ihm schläfst? Findest du es schön? Ja. Ich habe so ein bisschen Sorge, Lisa, dass der Typ dich da so um den Finger gewickelt hat. Und also ich finde es schon eher, wird mir da ein bisschen übel, wenn ein fast 50-Jähriger ein 15-jähriges Mädchen einfach auf der Straße anspricht. Da stimmt schon was nicht. Mir gefällt das nicht. Ich finde es auch komisch, weil ich habe gesagt, du hast ja gewusst, was passiert, weil er hat ja schon vorher viele Freundinnen gehabt und so. Weißt du, ich hab wirklich den Eindruck, dass der hält dich so nebenher, weil der auf ganz junge Mädels steht. Aber der ist klug und der ist so lieb und wir verstehen uns immer so gut und lachen über alles. Was sagt er denn, wie das alles so weiterlaufen soll? Ja, so wie bis jetzt oder gar nicht. So wie bis jetzt, ja klar. Das ist für ihn ja auch ganz praktisch. Ja. Er hat sein Leben, sein geordnetes Leben. Ja. Vielleicht hat er sogar noch andere Freundinnen neben dir. Nee, das glaube ich nicht. Das weißt du alles gar nicht. Das weißt du nicht. Nee, das glaube ich nicht. Ja. So viel Zeit hat er gar nicht. Wie oft seht ihr euch denn? Viermal im Monat mindestens. Das ist nicht viel. Viermal im Monat ist nicht viel. Bei mir schrillen alle Alarmglocken, Lisa. Dass das alles nicht in Ordnung ist. Dass das auch keine großartige Perspektive hat. Ich finde es auch nicht gut, aber das sagt auch zu mir ins Gesicht, ich liebe dich. Und klar, so macht man natürlich auch Leute gefügig. Und ich hatte vorher noch nie einen Freund. Wahrscheinlich steht er da wahrscheinlich auch noch besonders drauf. Mein allererster Freund. Und du musst auch noch ständig lügen und zu Hause irgendwelche Geschichten erzählen. Ja, das tut mir auch leid. Was sagt denn deine Freundin, diese Bekannte, die auch schon mal sowas erlebt hat? Die sagt, ich soll aufhören. Ich glaube, die hat recht und die hat die richtige Erfahrung gemacht. Aber mich ecke das auch so, weil ich bin am Boden zerstört und habe alle meine Freunde angelogen und meine Familie, und er kehrt einfach zurück in sein normales Leben. Wenn der zu dir sagt, so oder gar nicht, dann heißt das ja schon, dass du dem nicht sehr viel wert bist. Dass du, ich sag dir das jetzt mal ganz knallhart ins Gesicht, dass du für den einfach nur Frischfleisch bist. Ganz frisches Frischfleisch. Also so oder gar nicht, das hat er jetzt nicht so direkt gesagt, aber ich denke mir es halt so, weil das geht schon 2 Jahre lang und ich habe auch keine Lust mehr, weil ich heule jeden Tag, weil es mich so mitnimmt. Ja, ist doch schrecklich, ist doch ganz schlimm. Ist doch schlimm. Und ich kann mit keinem reden. Entscheidend ist dein Gefühl und du fühlst dich unwohl in der Situation. Ja. Also musst du aus der Situation raus. Aber der sagt auch zu mir, dass er mit mir gerne noch ein Kind hätte. Ja, ich finde es ganz schlimm, was der Typ macht. Ich finde es ganz schlimm. Der ist so viel älter als du. Der hat Lebenserfahrung und der weiß, wie man mit jungen Leuten umgeht. Und der manipuliert, der verändert dich so sehr. Der hat dich so in der Hand. Ich finde das gemein, schäbig und ganz beschissen, was da abläuft. So. Und wenn ich das sage, dann sagt er immer nein, ich würde ihn nur als Bösen darstellen und das will er gar nicht. Und er ist froh, wenn ich einen Freund in meinem Alter hätte. Und ach so, ja gut, dann löst dich doch von ihm und sucht und geh auf die Suche nach einem anderen Freund. Aber ich bin so verliebt. Ich glaube fast, dass du nicht so, dass das eher schon auch so eine Abhängigkeit ist, Lisa. Ja, das glaube ich auch ein bisschen. Ja. Aber das war halt der erste Mann und ja, halt auch im sexuellen Bereich der erste Mann. Der übt natürlich eine ganz große Macht auf jemanden aus, wenn jemand so viel älter ist und erfahren ist und sich so ein junges Mädel holt wie du. Der hat mir auch meinen ersten Kuss gehabt. Ja, ist mir klar. Pass mal auf, Lisa, ich finde, dass du da raus musst. Ich finde, dass du da bald raus musst. Dann habe ich mir noch überlegt, ob ich es seiner Frau sage. Ja. Weil ich bin richtig sauer, weil der kehrt einfach zurück in sein normales Leben und ich sitze da. Das Allerbeste, ja, weißt du, das Allerbeste wäre, wenn du dich einfach nur zurückziehen würdest und lass den ganzen Schlamassel von dir los.
wenn du jetzt der Frau was sagst, dann entsteht da wieder was Neues und da und du musst wegkommen davon. Und ich habe Sorge, wenn du da jetzt weiter dich da einbringst, dass du nicht wegkommst. Ich werde jetzt gleich dir noch meine Psychologin geben. Ja. Ich finde, das ist so eine prekäre Situation, in der du bist, dass du so ein bisschen Beratung brauchst. Von jemandem, der ganz neutral und erfahren ist und der dir zur Seite steht. Ja. Und das wird die Elke dir jetzt mal erklären, wie du das bewerkstelligen kannst in deiner Situation. Ja. Ja? Liebe Lisa, schön, dass du das Vertrauen hattest, hier anzurufen und mir das zu erzählen. Ich bin dankbar, dass ich durchkommen bin. Ja, und ich hoffe, dass du den Absprung schaffst von der ganzen Geschichte. Jetzt legst du bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Das kann ein paar Minuten dauern. Ich weiß nicht, wie beschäftigt sie ist, aber du kriegst auf jeden Fall einen Rückruf. Okay? Okay, danke. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. So Freunde, ein kleiner Rückblick auf gestern. Wir haben ja gestern das Thema Schulkleidung gehabt. Und ich habe mehrfach einen Beitrag erwähnt im ZDF Heute-Journal, wo eine Schule porträtiert wurde, in der es Schulkleidung gibt. Und das Echo war rundherum positiv. Und ich wusste gestern nicht, welche Schule das war. Wir haben es mittlerweile rausbekommen. Das ist die Hauptunterrealschule Sinstorf in Hamburg. Und hier habe ich ein Bild von Schülern in Schulkleidung für die Radiozuhörer. Hier sitzen Jungs und Mädels in grünen Pullis, aber es gibt, glaube ich, auch blaue Pullis. Und vielleicht auch noch dieses als Information. An folgenden Schulen in Deutschland gibt es unter anderem auch Schulkleidung, nämlich die Schule Birkenallee in Uetersen, dann in der Haupt- und Realschule Friesenheim und die Realschule Haag in Oberbayern. Also dies als kleine Nachinformation zu gestern. Jetzt machen wir weiter mit unserem Thema. Ich habe mein Wort gebrochen, möchte gerne mit Menschen sprechen, die wortbrüchig geworden sind und möchte gerne mit Opfern von wortbrüchigen Menschen sprechen. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Michael. Michael ist 41. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Michael. Bist du ein Wortbrüchiger oder ein Opfer? Ein Brüchiger. Erzähl. Und zwar habe ich eine Ehe hinter mir, die hat fast 20 Jahre gedauert. Aha. Und wann ist die zu Ende gegangen? 2004 haben wir uns getrennt, geschieden sind wir seit letztem Jahr. Ja. Haben auch weiterhin noch trotzdem guten Kontakt, möchte ich vorwegschicken. Das Problem war einfach, dass wir die letzten Zeit unserer Ehe eine offene Beziehung geführt haben. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben einen Sohnemann. Wie alt? Und der ist mittlerweile 17. Also eine offene Ehe. Genau, wir haben eine offene Ehe geführt, die nicht dazu führen sollte, dass wir jedes Wochenende uns da anderweitig vergnügen. Aber wenn es passieren sollte, sollten wir auch darüber reden, ehrlich. Also offene Ehe heißt, dass man sich gegenseitig im Freiraum lässt, genau. Auf sexueller Basis die eigenen Sachen zu machen. Ganz genau, ja. Richtig. Mhm. Aber nur sexuell? Nur sexuell, richtig. Es sollte auch, wenn dann nur ein einmaliges Ding immer nur sein, irgendwie, dass eine Affäre daraus entstehen konnte. Ja. Die Problematik, die dann für mich entstanden ist, ich war auch der treibende Keil diesbezüglich, beziehungsweise der Antrieb dafür, und habe dann eine Woche eigentlich schon vorher was getan, was ich hätte nicht tun sollen. Eine Woche vorher? Genau, bevor wir das beschlossen haben. Ach so. Ja, ja. Und dann haben wir auch eben, das war eine Zeit, ist ins Land gegangen. Und dann war dann 2004 im Januar... Was hast du denn in der Woche vorher getan? Du hast mit irgendeiner Frau Sex gehabt. Genau, richtig. Und hast du deshalb, weil du das gemacht hast, forciert, das zu beschließen? Bitte? Hast du, weil du das schon gemacht hast, dann das darauf gedrungen, dass das so beschlossen wird, dass ihr eine offene Beziehung habt? Wenn ich ehrlich bin, ja. Ah, ja. Um das Gewissen zu beruhigen auch irgendwo. Und habe dann das Gewissen auch beruhigt, in dem Moment, dass wir dann die offene Beziehung waren, dass meine Ex-Frau damit einverstanden war. Ja. Und habe dann auch eigentlich damit leben können. Es war irgendwo, ist jetzt auch egal. Ja. Sie hat dann das Erlebnis auch gehabt und war ich dann auch beruhigt. Ja. Und dann ist irgendwann auf einer Hochzeitsfeier herausgekommen durch eine andere Bekannte von mir, die zu dem Zeitpunkt, zu der ich ein gutes Vertrauensverhältnis hatte, und meine Frau damals irgendwie geschickt gefragt hat, kam es heraus, dass ich doch das getan habe. Also bevor das vereinbart worden war. Genau, richtig. Und das ist ja verrückt. Das Leben spielt immer wieder die Wahrheit ans Licht. Ne? Ganz genau, richtig. Lügen haben immer kurze Beine. Bisweilen ja. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, okay,
Scheiße, dumm gelaufen. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmte. Mhm. Und Frauen sind ja normal so da auch, dass sie sich zurückhalten. Hast du das abgestritten oder hast du dann gesagt, ja okay, ich, es ist so? Genau, und das ist der Punkt, warum ich nämlich anrufe. Ich habe dann, natürlich wurde ich mit der Situation konfrontiert. Mhm. Und ich habe dann beim Leben meines Kindes geschworen, dass ich das nicht getan habe. Oh. Genau. Beim Leben deines Kindes? Genau. Richtig. Dass du es nicht getan hast. Dass ich es nicht getan habe. Wow, das ist natürlich ein... Das habe ich dann einen Tag auch so stehen lassen. Mhm. Und ich wusste, dass ich, wenn ich es zugebe, alles beendet ist. Dass meine Frau damit nicht umgeht. Weil würde. Das Vertrauen so genau. elementar erschüttert ist. Vor allen richtig. Dingen durch diesen quasi Eid, den du da geleistet genau, hast. Auf das Leben deines Kindes. Genau, richtig. Es gibt ja keine höhere Aussage. Ganz genau. Und habe dann überlegt, was machst du jetzt? Entweder lebst du mit der Lüge weiter, mit diesem Falscheid, oder du sagst es. Und habe dann meine Frau die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit gesagt? Genau. Ich habe es ihr dann gesagt. Dass wie viel Zeit ist da vergangen? Ein Tag. Ja. Also ich habe irgendwie Zeit gebraucht, darüber nachzudenken. Ich war wie vom Kopf gestoßen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass das überhaupt nochmal ins Tageslicht kommen würde, dass mich dieses Vergehen irgendwann nochmal einholen würde. Ja, das, man könnte ja sagen, das ist so eine kleine Lüge, die ist jetzt irgendwie verschütt gegangen in der Vergangenheit. Ne? Aber dann, was hat deine Frau dann gesagt? Ja gut, und das für meine Frau war das dann, ich meine, man konnte sie anmerken, es war beendet. Wir haben dann zwar noch lange diskutiert und es war auch ein langer Prozess. Was war da schlimmer? Dass du das gemacht hast oder dass du diesen fulminanten Eid geleistet hast? Dass ich diesen Eid geleistet habe. Mhm. Das war am schlimmsten. Ja, finde ich auch. Weil ich hab dann auch mit meinem Sohn darüber gesprochen. Er war zu dem Zeitpunkt 14,5. Ja. Und Gott sei Dank ist er auch sehr aufgeweckt und diesbezüglich, dass er auch ein soziales Verhalten hat. Mhm. Bin ich heute noch ganz stolz drauf und habe ihm das erklärt. Für sich, für sein Leben in der Zukunft niemals etwas sowas zu tun. Hat er? Ich habe mich entschuldigt bei ihm. Ja, hat er die Entschuldigung angenommen? Ja, hat er. Und bis heute angenommen? Bis heute angenommen, ja. Ich meine, heute kapiert er schon mehr, was das bedeutet, aber ja, klar. Es ist kein Schatten zwischen dir und deinem Sohn. Nein, absolut nicht. Aber du hast die Frau verloren. Ich habe die Frau verloren. Nun kann man sagen, dass die Ehe sowieso schon gekriselt hat. Genau, richtig. Das mit der offenen Beziehung war noch so ein Versuch. Da irgendwas vielleicht zu verändern, weil wir uns natürlich auch sehr jung kennengelernt haben. Aber sag mal, wieso, gut, im Nachhinein ist man immer klüger und kann kluge Fragen stellen, dennoch tue ich das mal. Mach ruhig. Warum bist du dann nicht sofort in die Offensive gegangen und hast gesagt, ja stimmt, doof gelaufen? Den Arsch nicht in der Hose gehabt. Ja, warum nicht? Und warum das nicht? Und warum dann gleich so ein Rieseneid geleistet? Weil ich in dem Moment, als das passierte, als meine Frau mich konfrontiert hat, mit der Situation, mit dem Wissen, und ich wusste, dass es die Wahrheit ist, hatte ich einfach nur Schiss, dass in diesem Moment mein Leben den Bach untergeht. Verstehe. Wenn du da sofort gestanden hättest, hätte das die Ehe gerettet? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, wie du es gerade geschrieben hast. Nee, ich glaube nicht. Es wäre eine Lebensverlängerung, es wäre vielleicht ein bisschen länger gedauert. Genau, es hätte länger gedauert. Ja. Ja. Es hätte länger gedauert, es hätte sich fast verschoben, aber man selber trägt das ja immer in sich. Mhm. Und mir war es dann in dem Moment so bewusst, wo ich gesagt habe, Michael, egal was jetzt passiert, das war auch dieser eine Tag, den ich Zeit hatte zu überlegen, war mir bewusst, was passiert, welche Konsequenzen daraus entstehen. Wenn du nicht gestanden hättest, hätte sie es je rausgekriegt und hätte sie es dir beweisen können oder hätte da Aussage gegen Aussage gestanden? Da hätte Aussage gegen Aussage gestanden. Das heißt, du hättest es bis heute durchziehen können? Genau, richtig. Und du hättest sauber dagestanden? Genau. Nach außen? Ja, ja. Nach außen, ja. Aber das bringt mir ja gar nichts, weil ich denke mal, der innere Frieden ist doch viel wichtiger in dem Moment. Ist auch wieder so eine Geschichte, wo ich so denke, schlimm, aber es hat auch wieder was Gutes. Immerhin hast du es nach einem Tag gebeichtet und hast es eingesehen. Du hast einen schweren Fehler gemacht und hast ihn eingesehen. Schlimmer wäre es jetzt noch, wenn das bis heute stehen würde. Ja, das stimmt. Das ist schon richtig. Das fände ich übler. Die Konsequenz daraus für mich ist natürlich jetzt im Moment, also jetzt mit den Jahren jetzt gesehen, ich bin also sehr weit abgesackt diesbezüglich, seitdem wir getrennt sind. Was heißt abgesackt? Ja, alles beruflich, Arbeitsplatz verloren, eine andere Frau kennengelernt, für mich 2 Jahre meines Lebens fast verschenkt. Nicht ganz 2 Jahre mit dieser Frau. Also das Leben ist richtig eingebrochen, nachdem die Ehe vorbei war. Richtig, weil ich versucht habe, in der neuen Beziehung alles das richtig zu machen, was ich in meiner Ehe falsch gemacht habe. Und das hat aber auch nicht funktioniert? Nein, absolut nicht. Das lag wahrscheinlich dann an, weil es die falsche Partnerin war, oder? Ja,
würde ich mal behaupten, ja, dass es so ist. Obwohl, ich kann nicht immer nur die Schuld an anderen geben, die muss ich natürlich an mir auch suchen. Nur meine Frau hat irgendwann mal zu mir gesagt, meine Ex-Frau, weißt du, was mich erinnert, du hast mal 50% der Energie, die du da reingesteckt hast, in unsere Ehe gesteckt. Mhm. Wäre unsere Ehe nie gescheitert. Auch ein bitterer Satz, der wehtut. Genau. Der extrem wehtut. Genau. Das ist ein Schuss ins Herz, ne? Ja, ich habe eine therapeutische Hilfe auch in Anspruch genommen, nach der Trennung. Die für mich sehr, sehr schwer, die mir sehr schwer gefallen ist. Und habe dann die Frau da kennengelernt, die andere Frau. Mhm. Die war dann auf einmal so während der Therapie schon nach dem ersten halben Jahr Thema. Mhm. Weil da auch Krankheit eine Rolle spielte von ihrer Seite aus und wo ich mich mit beschäftigt habe, wo man Unterstellungen bekommt, wo man, wie gesagt, man versucht dann da alles richtig zu machen und kriegt einfach nur einen drüber. Was meinst du? Was, wenn du das, du hast viel darüber nachgedacht, warst in einer Therapie. Was war der schlimmste Fehler, den du in deiner Ehe gemacht hast? Dass ich meine Frau betrogen habe und sie nicht geachtet habe. Über all die Jahre? Über die Jahre, ja. Mhm. Ja. Dass du sie nicht geachtet hast? Genau. Aber also nicht für sie da war, nicht auf ihre Bedürfnisse direkt eingegangen ist, einfach mal... Bist du ihr fremdgegangen, auch in den Jahren vorher? Irgendwann? Ja. Auch. Wie viel Mal bist du ihr fremdgegangen? Einmal. Mhm. Ehrlich? Ja. Mhm. Ja, ich meine, jetzt bist du 41. Manche lernen es erst spät. Das ist richtig. Ja. Aber wenn man es lernt, ist es ja gut. Ja. Ich meine, das ist, finde ich immer gut, wenn auch aus schweren Erschütterungen, wenn man da zumindest irgendwie rausgeht mit einer Einsicht. Mhm. Auch wenn man da vielleicht viele Jahre durchhängt. Aber irgendwann berappelt man sich dann auch wieder. Die Hoffnung trage ich auch in mir. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so total am Boden zerstört bin. Nur in der Situation, in der ich jetzt gerade stecke, ist für mich, ich sehe es auch als Lernprozess. Mhm. Die Stärke aus der Position heraus, was ich in der jetzigen vergangenen Beziehung hatte, die danach zustande gekommen ist, sehe ich auch was Positives für mich. Ist gar keine Frage. Also im Moment bist du solo wieder. Ich bin ja so solo. Ich weiß nicht, ob ich richtig solo bunden kann. Das ist auch wieder so eine Frage. Das ist das, was sich dann alles wie so ein Kaugummi zieht. Mhm. Ich habe das Gefühl, nach der Ehe, die ich hatte, habe ich mir nur Sachen angezogen. Vielleicht durch meine Gutmütigkeit, ich weiß es nicht. Weil ich vielleicht zu gutmütig sein möchte, zu sehr hinhöre und sage, okay, auch wenn da jetzt Probleme sind, du nimmst die an, weil du entwickelst Gefühle für jemanden, du willst die zulassen und dann auf einmal merkst du, oh, das ist aber ganz schön mit Problemen behaftet von der anderen Seite aus. Ja. Was also, für Gründe auch immer. Ich meine, alles schwierig. Alles sehr, sehr schwierig. Leben ist schwierig. Also im Moment bin ich an dem Punkt zu sagen, weißt du was, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, ich ziehe mich absolut zurück in dem Moment, dass ich sage, ich gehe meinem Traum nach, ich will beruflich ganz woanders hingehen, ich gehe nach Hamburg hin, was schon immer mein Traum war, und lass alles hinter mir und fange einfach bei Null an. Ja, vielleicht ist das genau der richtige Schritt. Eigentlich, für mich persönlich weiß ich eigentlich, dass es wohl der richtige Schritt wäre. Dann mach es auch. Aber Schiss habe ich trotzdem davor. Ja, das ist klar. Alles, was schwierig ist und was mit Risiken verbunden ist, hat man auch Schiss. Da darf man dann irgendwann nicht mehr reden, da muss man es einfach tun. Ja, klar, schwierig ist es ja nicht zu sagen, okay, komm, ich bewerbe mich jetzt im Raum Hamburg oder so. Es ist nicht unbedingt das Schwierige. Es ist auch nicht das Schwierige, meinen Sohn zu verlassen. Ja. Das ist auch nicht das Problem, weil er wird auch irgendwann mal... Ich erahne schon, was dahinter steckt. Lieber Michael, wir müssen Schluss machen. Ja. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben schon lange gesprochen. Ja, genau. Aber ich glaube, sieh es einfach als Chance. Sieh es als Chance, was passiert ist. Ja. Ich wünsche alles Gute und toi, toi, toi. Jürgen, ich wollte nur kurz sagen, toi, toi, toi für deine Sendung. Vielen Dank. Super, klasse. Und ich hätte doch... Obwohl ich es normal nicht so gerne mache, aber von dir ein Autogramm. Ja, dann legst du bitte. Ich mache auch mal ganz viel Werbung für deine Sendung. Super, legst du bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Okay, Anschrift. Jürgen. Tschüss. Alles Gute. Danke, ja, danke, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer zu unserem Thema heute. Ich habe mein Wort gebrochen. Hier ist die Gisela. Gisela ist 35. Hallo Gisela. Hallo Gisela. Hallo Gisela. Du bist Gisela. Ich bin Domian. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das finde ich lustig. So ein Versprecher habe ich auch manchmal am Telefon, wenn ich privat telefoniere. Das ist mir jetzt auch echt unglaublich peinlich. Nee, das ist doch lustig. Gisela. Boah, ich habe echt ein Problem. Du hast ja angerufen zu unserem Thema, ich habe mein Wort gebrochen. Genau. Bist du die Schuldige? Ich bin die Schuldige und die. Erzähl mal. Ich bin echt total verzweifelt. Und zwar, ich bin verheiratet. Wie lange schon? 10 Jahre. Kinder? Nein, keine Kinder. 10 Jahre. Mhm. Und das war damals, also ich bin 35 und meine Freundin, die kenne ich schon seit 10 Jahren. Mhm.
Und sie ist halt auch verheiratet. Wir haben ungefähr zum gleichen Zeitpunkt geheiratet. Ja. Und also du bist 10 Jahre verheiratet und die Freundin kennst du auch zufälligerweise auch 10 Jahre? Nee, noch ein bisschen länger. Ein bisschen länger, okay. Ja. Und wir haben halt diesen Pakt gemacht, dass wenn wir merken, dass unsere Ehemänner fremdgehen, haben wir uns halt geschworen, dass wir sofort Bescheid sagen der anderen Person. Und jetzt ist mein Problem, dass ich mit ihrem Mann geschlafen habe. Sag es nicht. Ich habe es mir schon fast gedacht. Es tut mir so leid. Ich. Du hast mit ihrem Mann geschlafen. Und ihr Mädels habt euch versprochen, wenn die eine oder die andere wittert, dass der jeweilige Kerl irgendwie fremd geht, geben wir sofort Alarm. Ja. Und da ging es gar nicht darum, dass ihr persönlich dann mit dem entsprechenden Partner schlaft, sondern wenn irgendeine andere Frau auftauchen würde. Ja, sobald wir das irgendwie mitkriegen, weil... Wie kam es denn jetzt dazu, dass du mit dem geschlafen hast? Ja, das war eigentlich eine ganz komische Situation. Und zwar mein Mann, der ist öfter beruflich unterwegs und ich bin halt öfter mal ein, zwei Nächte... Also, was bist du, ein, zwei Nächte? Wie gesagt, wir sind halt ziemlich gut befreundet alle untereinander. Ja. Und deswegen ist das halt kein Problem, wenn wir uns gegenseitig mal besuchen. Ach, besuchen. Ja. Und das heißt, ihr Mann... Ja? Bitte? Ich habe es akustisch nicht richtig verstanden, aber nur habe ich es verstanden. Warst du dann bei denen beiden, als dein Mann weg war? Nein, ihr Mann kam bei mir vorbei. Nur der Mann? Nur ihr Mann. Das ist auch halt nichts Besonderes. Ja. Weil wir sind halt so gut befreundet, schon seit mehreren Jahren, dass es halt völlig natürlich ist. Verstehe. Wenn wir uns gegenseitig mal besuchen. Ja. Dass er halt auch keinen anderen nachfragt. Und deswegen, ich war halt allein zu Hause. Ja. Weil mein Mann unterwegs war. Und dann kam halt ihr Mann vorbei und wir haben ein Fläschchen Wein geöffnet. Das wurde halt auch alles... ein bisschen später dann und mit jedem Gläschen Wein haben wir uns besser verstanden, haben auch über unsere Probleme gesprochen, weil in meiner Beziehung, keine Ahnung, so sexuell läuft das nicht mehr so gut. Mhm. Bei denen auch nicht so? Und bei denen auch nicht so. Und darüber haben wir halt ziemlich lange gesprochen und auch ziemlich offen. Das war ich halt von meiner Ehe nicht mehr gewöhnt, so offen darüber zu sprechen. Und dann ist es halt passiert. Auf der Couch? Ja. Auf der Couch. Es ist schon in unserem Ehebett passiert. Im Ehebett auch noch? Im Ehebett. Wer hat denn, oder warst du so dicht, dass du dich gar nicht mehr erinnern kannst? Wer hat den ersten Schritt gemacht? Das kam von beiden aus. Also wie gesagt, ich war nicht betrunken, es war eine Flasche Wein. Das hat uns wohl beide ein bisschen angeregt, aber es ist halt zwischen uns passiert und es war wunderschön. Dann ist es passiert und dann ist er aber am Abend noch weggefahren wieder. Ja. Trotz dessen, dass er getrunken hat. Ja. Ja. Und wann war das? Ungefähr vor einer Woche. Ach, vor einer Woche erst? Ja. Hast du seitdem mit deiner Freundin auch schon wieder Kontakt gehabt? Ja. Und hast ein tierisch schlechtes Gewissen? Natürlich. Und kannst dir nicht in die Augen gucken? Ich kann dir nicht in die Augen gucken, aber ich könnte es auch nicht garantieren, dass ich es nicht wieder machen würde, weil es war irgendwas... Hast du denn mit dem Mann auch nochmal gesprochen, wie der das empfindet? Wir hatten keine Gelegenheit, nochmal alleine darüber zu sprechen. Ach, das ist natürlich im doppelten Sinne ein schwerster Wortbruch. Einmal... dein Mann gegenüber, letztendlich, weil du ihm wahrscheinlich auch Treue versprochen hast. Nicht wahrscheinlich, sondern du hast es... Ja, nicht wahrscheinlich. Definitiv. Ja, definitiv, das rede ich, ja klar. Und ist es ein schwerer Wortbruch deiner... Ist es deine beste Freundin, würdest du das so sagen? Das ist meine allerbeste Freundin. Das ist die Hölle. Das ist die meine Hölle. Längste und beste Freundin, wir haben wirklich alles zusammen erlebt. Das ist die Hölle, in die du dich herein manövriert hast. Es tut mir so leid, ich konnte nicht widerstehen. Ich weiß nicht, was über mich kam. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und nu, was machen wir jetzt? Ich weiß, ich kann es nicht meinem Mann sagen und ich kann es nicht ihr sagen. Bist du denn so drauf, dass du... Also jetzt ist ja alle Tabus sind ja jetzt irgendwie angeknackst. Ich habe alle Tabus gebrochen. Würdest du sogar sagen, dass du dich in den auch verlieben könntest? Oder es sogar bist? Ich habe schon irgendwie Gefühle für ihn, das habe ich auch gemerkt. Weil das hat mir so gut gefallen und ich weiß nicht. Ich höre einen Mann im Hintergrund. Ich weiß nicht, das ist irgendwie Radio oder sowas. Ach so. Keine Ahnung, ich habe hier mehrere Sachen an. Ja, ach so. Auf jeden Fall, mein Mann ist es nicht, das könnte ich jetzt hier nicht so offen Ich wollte schon sagen, wie ist denn das möglich? Das wäre nicht gut. Deine Ehe ist aber dann auch nicht so, wie du es gerade auch angedeutet hast, in Bezug auf Sexualität, auch nicht so dolle in Schuss, ne?
Nee, das hat nicht so wirklich... Das läuft seit Wochen, mehrere Monate eigentlich schon nicht mehr. Ja, Wochen ist ja noch nicht so schlimm. Also ein paar Monate bei so langer Zeit, das sind ja immerhin noch 10 Jahre schon. Ja, Gisela. Was soll ich denn da jetzt bitte machen? Das ist kompliziert, komplizierter geht es gar nicht mehr. Da hast du dich in was hineinmanövriert, wo es keine schmerzlose Befreiung gibt. Gibt's nicht. Gibt's nicht? Nee, die gibt's nicht. Wenn du schweigst, hast du ein schlechtes Gewissen. Mhm. Wenn du sprichst, bricht alles auseinander. Und, ja, und du hast von allen Seiten hast du dann kriegst du Feuer ab. Mhm. Also meinst du, wie soll ich denn zuerst beichten? Dritte Möglichkeit weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Ja. Es gibt ja, red doch auch mal mit dem Mann, wie der das empfindet, also mit dem Freund, mit dem Mann deiner Freundin, mit dem du es getrieben hast. Ich habe ja eigentlich versucht, ihn mal alleine zu erwischen, aber das Problem ist, er geht mir auf dem Weg. Natürlich, für den wird das wahrscheinlich auch völlig irritierend sein. Und also weißt du, Gisela, wie wichtig ist dir deine Ehe? Sehr wichtig. Also wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt. Weiß jetzt, dass meine Eltern verstorben sind oder weiß ich nicht. Wie tief ist die Liebe zu deinem Mann? Sehr tief, aber wir haben solche Probleme im Moment. Ach. Was ist das Hauptproblem? Das Hauptproblem liegt halt, dass wir keinen Sex mehr haben. Woran liegt das? Das kann ich nicht genau sagen. Es ist einfach so, hat sich entwickelt. Willst du mit ihm auch nicht mehr? Ich will schon mit ihm, aber... Er will nicht mit dir. Ich habe kaum noch eine Gelegenheit. Er wendet sich nachts ab. Mhm. Er ist kalt, gefühlslos. Ich höre immer so eine Männerstimme im Hintergrund. Spinne ich? Das kann eigentlich echt nicht sein. Hm. Wie sind denn der Umgang so im Alltag miteinander? Seid ihr zärtlich miteinander? Ja, wir essen zusammen. Wir gucken zusammen Fernsehen abends oder halt wir gehen zusammen weg, aber sonst läuft da nichts. Mhm. Was würdest du dir wünschen von der Ehe? Ja, dass das alles besser wird, dass er wieder mehr auf meine Bedürfnisse eingeht. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Also es gibt... Eigentlich, als ich mit dem Mann meiner Freundin zusammen war, habe ich mich echt wie so ein verliebtes Teenager-Mädchen gefühlt. Mhm. Ich bin sehr gebremst, du merkst das. Ja. Ich bin äußerst gebremst, weil es wirklich nur diese beiden Wege gibt. Es gäbe natürlich die Möglichkeit zu sagen, dass es jetzt ein einziges Mal passiert. Das ist irgendwie eine Katastrophe, die da passiert ist. Wir legen das ganz, ganz, ganz tief und unter den Teppich und lassen uns in der Vergangenheit versinken und kümmern uns absolut um unsere Partner und sind loyal unserem Partner und der Freundin gegenüber. Und suchen nach den Ursachen, warum es dazu gekommen ist und jeder kümmert sich um seine Ehe. Dazu muss man aber wirklich bereit sein und da muss einem auch der Gegenüber sehr wichtig sein. Wenn ich aber jetzt, deswegen bin ich so unsicher, wenn ich auch so höre, dass da so eine Unzufriedenheit da ist, weiß ich nicht, wie intakt die Ehe noch ist. Und mir ist völlig klar, wenn du das beichtest, dann kommt alles in Bewegung. Mhm. Vielleicht hat das zur Folge, dass eure Ehe dadurch durch diese Bewegung vielleicht neuen Schwung bekommt. Es kann sein, dass sie zerbricht. Ich vermute, dass die Beziehung zu deiner Freundin den Bach runtergeht. Mhm. Die wird dir das nicht verzeihen. Du musst dir im Klaren sein, was du tust. Wenn du jetzt sprichst, dann wird dein Leben nicht mehr so sein, wie es bisher war. Definitiv nicht. Das habe ich befürchtet. So. Und dieses Verschweigen ist natürlich eine große Nummer. Das halte ich, glaube ich, auch nicht durch. Ja. Und das kann man, finde ich, ist auch nur zu rechtfertigen, wenn man sich wirklich rigoros für seinen eigenen Partner entscheidet. Und rigoros sich mit allem, was man hat, für die Wiederbelebung und für die Ehe einsetzt. Und wenn du da schon sagst, ich kann das nicht, dann musst du sprechen. Dann musst du sprechen und musst das ausbaden, was du da angerichtet hast. Ich hab's befürchtet. Mehr kann ich nicht sagen, Gisela. Ja. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ich danke dir auf jeden Fall. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
Hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 31. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo Wolfgang. Hast du eine Freisprechanlage? Nee, habe ich nicht. Das klingt so ein bisschen weit weg. Ja, es wird schon gehen. Pass auf, geht's jetzt vielleicht besser? Es klingt schon ein bisschen näher dran, ja. Klingt schon näher dran, ja. Na gut. Mein Lieber. Ja, Jürgen, ich habe auch mein Wort gebrochen. Mhm. Und zwar, ich habe nach dem Gesetz Lex Talionis gelebt. Das heißt, ich war in einem satanischen Zirkel. Mhm. Und habe geschworen, dass ich den Rest meines Lebens dem Teufel widmen werde, ihm meine Seele schenke. Und ja, wenn ich diesen Schwur, dieses Versprechen irgendwann breche, dass ich das halt ja im Zweifelsfalle mit meinem Leben bezahlen werde. Wie alt warst du, als du diesen Schwur geschworen hast? Ja, da war ich noch recht jung. Da war ich so roundabout 14 Jahre alt. Wie bist du da reingeraten? Ich habe mich schon immer ich fange anders an. Ich war vorher in der Kirche und habe mich von der Kirche irgendwann abgewendet, weil ich halt nie die Antworten bekam, die ich gesucht habe. Mhm. Und habe mich schon immer für Okkultismus und so interessiert und habe das halt auch nach außen hin zur Schau getragen, soll heißen umgedrehtes Kreuz, schwarze Klamotten, und bin halt irgendwann dann von jemandem angesprochen worden, der das also sofort realisiert hatte und dann. Achso, du hast gar nicht gezielt gesucht, man hat dich ausgeguckt quasi. Man hat mich quasi ausgeguckt. Also es passte wohl von der Aura, von der ganzen Einstellung. Ich muss dazu sagen, ich sah auch mit 14 schon nicht mehr aus wie 14, sondern man hätte mich locker für 18, 19 halten können. Auch schon so den ersten richtigen Bartwuchs und auch recht groß. Und dann hat dich dieser Mensch angesprochen und dich dann gleich mit in so eine Versammlung, in so einen Zirkel genommen. Nicht ganz. Es war halt so, dass ich mich mit diesem Menschen vorher 4-5 Mal selber getroffen hatte. Wir hatten viel telefoniert und er hat schon quasi so abgeklopft, wie ich denn drauf bin. Oder wie viel älter war der als du? Oh, der war locker 20 Jahre älter. Ach, locker 20 Jahre älter. Ja, das heißt, ich war auch wirklich das jüngste Mitglied und als ich dann halt vor 3,5 Jahren diesen Zirkel verlassen habe, war ich immer noch der Jüngste. Erst vor 3,5 Jahren? Ja. Das heißt, du bist jetzt 31. Richtig. Und hast bis fast Ende 20. Hab ich als Satanist gelebt. Als Satanist. Genau. Wie lebt man als Satanist? Was tut man da? Also es fängt an, dass du dich halt erstmal grundsätzlich von Gott abwendest. Das heißt, dieses ganze Christentum wird als Lüge abgetan. Das ist klar, ja. Man ist natürlich sehr blasphemisch in allem, was man tut, in allen Handlungen. Das heißt, all das, was die Kirche, sag ich jetzt mal, oder was halt auch die Bibel als gut und als erstrebenswert propagiert, wurde halt von uns negiert. Also die Bibel sagt unter anderem, du sollst nicht töten. Sagt der Satanist, du sollst töten? Der Satanist sagt, Feinde sind dazu da, um vernichtet zu werden. Das heißt, wenn mir jemand richtig auf die Füße getreten ist, dann konnte es passieren, dass er auch sowas zwischen die Augen gekriegt hat, dass er sich zumindest ein paar Wochen davon nicht wirklich erholt hat. Die Bibel sagt, du sollst nicht stehlen. Sagt der Satanist, stiehl? Nein, der Satanist sagt, die Welt gehört dir, nimm dir, was dir gehört. Ja. Es waren immer Geheimversammlungen. Richtig. Das heißt, es ist ein geschlossener Zirkel gewesen, 12 Leute, in Anlehnung halt an die 12 Jünger von Jesus Christus. Waren es nur Männer? Nur Männer. Nur Männer. Nur Männer. Was wurde in diesen Versammlungen, da gibt es ja nur die verrücktesten Vorstellungen, was da passiert, was macht man da? Also es fängt natürlich erst einmal an, dass man sich so Literatur vornimmt, ich sag mal als Beispiel die satanische Bibel von LaVey zum Beispiel oder halt Schriften von Aleister Crowley und es gibt ja noch ganz andere Magier, dass man sich halt mit diesen Schriften doch weit intensiver beschäftigt, als sie nur zu lesen. Das heißt, wenn halt magische Übungen, Rituale und solche Geschichten dort beschrieben werden, die probierst du natürlich auch aus. Mhm. Und man tauscht sich natürlich auch aus. Gerade als ich noch sehr jung war, fehlte mir ja die Erfahrung. Das heißt, ich habe natürlich auch sehr viel von diesen älteren Leuten gelernt. Wie viel älter waren die alle? Also so im Schnitt waren die etwa 20 bis 25 Jahre älter. Ja. Kann man sagen, also die Christen treffen sich zu Gottesdiensten, nicht nur die Christen, dass ihr euch dann zu Satansdiensten getroffen habt? Kann man so sagen, ja. Also schwarze Messen kann man es nicht nennen, weil schwarze Messen, das ist halt doch mehr Show und, ne, ich sag mal, eine Jungfrau auf dem Altar, das ist natürlich alles Quatsch.
beziehungsweise, was heißt Quatsch, aber es wird halt dann doch von anderen Gruppierungen gemacht. Das war eine Spur härter, ernster. Ernster, also ja. Intellektueller auch. Intellektueller auch, auf jeden Fall. Es gab richtige Philosophie, mit der wir uns quasi beschäftigt haben. Es gab kein Tieropfer? Nein. Ihr musstet kein Blut trinken? Nein. Es gibt dann ein Zitat, Satan will kein pissiges Blutsopfer, Satan will nur deine Seele. Hat Sexualität eine Rolle gespielt? Ja, es gab Sexualmagie, da hat man sich dann mit einem befreundeten Wicca-Orden getroffen. Wicca sind also Hexen, die also auch genau wussten, was sie dort taten. Der Orgasmus ist ja eine sehr mächtige Kraft und du kannst die halt in verschiedene Richtungen steuern. Du kannst dich entspannen, du kannst deinem Partner sagen, ich liebe dich, oder aber du leitest diesen Orgasmus, also die Vereinigung von Mann und Frau setzt ja dem Göttlichen gleich, weil du ja diese Geschlechtertrennung aufhebst. Mann und Frau zusammen sind göttlicher als nur ein Mann oder nur eine Frau, weil Gott ja auch beides. Das heißt, es gab dann regelrechte Geheimtreffen zwischen einer Hexenvereinigung und euch, den Satanisten. Genau, so sieht's aus. Und das alles passiert in unserer Welt. Das alles passiert in unserer Welt. Unter der Decke. Quasi. Und unter der Decke, genau so sieht es aus. Durftest du? Vermutlich nicht. Du durftest mit niemandem drüber sprechen. Genau so sieht's aus. Das beinhaltet ja Lex Talionis. Also mit niemandem, der außenstehend ist, drüber zu reden. Wie oft hast du mit diesen Männern Kontakt gehabt? Man kann sagen, also telefonisch fast täglich. Und getroffen hat man sich einmal, zweimal die Woche. Meistens am Freitag und am Samstag. Ja. Es sei denn, es waren halt kirchliche Feiertage, so wie Karfreitag. Karfreitag war natürlich unser großer Tag, weil da wurde der Nazarener ans Kreuz genagelt, nur Verlierer sterben am Kreuz. Gut, Ostern hat man sich dann getroffen und hat halt quasi ein bisschen Volkstrauertag geübt, weil da ist er ja auferstanden. Also und es ist alles sehr streng orientiert an der christlichen Glaubenslehre. Das ist ja letzten Endes eine Reaktion. Eine Reaktion darauf. Genau. Was ist dir, du bist ja nun sehr jung da reingekommen, was ist dir als oberstes Lebensziel oder Lebensgebot vermittelt worden? Dass ich mein Leben selber bestimme. Und nicht nur mein Leben, sondern auch mein Ende. Und das basiert so ein bisschen auf diesen Reinkarnationstheorien, dass ich halt nicht als Christ, wenn du dich umbringst, ist es ja eine der Todsünden. Ja, dann bist du ja grundsätzlich verdammt. Der Satanist legt sich irgendwann selber um, weil er sein glorreiches Ende bestimmt. Und löst sich dann halt in diesem großen schwarzen Nichts auf. Was ist der Sinn des Lebens für einen Satanisten, so wie du es gelebt hast? Ja, diese Welt oder sich dieser Welt untertan zu machen und gleichzeitig auch Leute, die vielleicht schwächer sind, noch ein bisschen runterzudrücken, damit man sich selber noch ein Ticken besser fühlt. Welche Meinung oder Wertung gab es in dieser Vereinigung, in der du warst, gegenüber dem Nationalsozialismus, gegenüber Adolf Hitler zum Beispiel? Also von Adolf Hitler selber hat man sich oder haben wir uns alle ausdrücklich distanziert. Warum? Aus dem Grunde, weil Hitler, also sagen wir mal so, Satanismus und Politik haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Es wird natürlich gerne auch so Querverweise gezogen. Natürlich ist der Satanismus ein sehr elitäres Denken. Also auch wir haben uns ja als die Herrenrasse, wenn du so willst, gesehen. Daher meine Frage. Ja. Es hätte ja sein können, dass die Nationalsozialisten im hohen Ansehen standen, weil sie genau das getan haben, was du gerade erzählt hast. Aber unter einer anderen Voraussetzung getan, als erstes. Und zweitens, dadurch, dass wir ja auch viele internationale Kontakte hatten. Mhm. Also es ging nach Amerika rüber, es ging nach Polen rüber, es ging nach Italien, halt natürlich auch in Deutschland. Und es gab, oder umgekehrt gesagt, minderwertige Menschen findest du überall. So, jetzt, ich finde es hochinteressant, mit dir zu sprechen und sehe, dass uns die Zeit davon läuft, aber das müssen wir natürlich jetzt fortsetzen. Ja. Vor 3 Jahren, sagst du, hast du dich davon losgelöst? Vor 3,5 Jahren. Vor 3,5 Jahren. Warum? Die Seele hat bei mir die Seele reagiert in zwei Richtungen. Entweder sie stumpft weiter ab, wird immer härter, verfinstert sich, wird dunkel, weil du dich ja auch mit diesen Themen beschäftigst. Oder aber deine Seele erinnert sich halt irgendwann schon daran, wo sie eigentlich ursprünglich mal herkommt. Und wenn wir davon ausgehen, und das tut ja der Satanist auch, dass eine Seele vorhanden ist, dann ist sie göttlichen Ursprungs. Und bei mir war es halt einfach so, dass meine Seele irgendwann angefangen hat, ganz laut zu schreien. Es war eine Mischung aus Wut über mich selber.
Trauer, aber auch sowas wie Heimweh. Mhm. Also zurück zu diesem Göttlichen, zurück zum Licht. Einfach zu sagen, ich muss mich nicht hinter der Finsternis verstecken. Mhm. Ich muss nicht irgendwie den großen, dicken Max markieren. Ich sag das jetzt mal bewusst so profan. Ja. Sondern wirklich mich zu dem zu bekennen, wer ich bin. Und zwar ein Mensch mit all seinen Sehnsüchten, Hoffnungen und natürlich auch dem Wunsch nach so etwas wie Liebe. Bist du vom Satanisten jetzt zum Christen geworden? Ja, dich tot. Ich habe mich damals... Nein, das wundert mich gar nicht. Es gibt ja, es ist ja eine gewisse Logik sogar darin. Lass mich aber noch fragen zu dem sich loslösen. Ja. Konntest du dich so lösen? Haben die dich gehen lassen? Also es war auf der einen Seite sehr, sehr schwierig. Das ist, muss ich ganz klar sagen. Also man hat mir natürlich, nie mit körperlicher Gewalt gedroht oder mich halt irgendwie mit anderen Repressalien in Verbindung gebracht. Es war aber schon so, dass man natürlich gerade am Anfang versucht hat, mir das auszureden. Denk drüber nach und warum denn. Und natürlich auch immer wieder versucht hat, mich auf Kurs zu bringen. Ja. Nur irgendwann haben sie kapiert. Aber lasse mich nicht mehr auf Kurs bringen. Es gab keine Gewaltandrohungen, es gab keinen. Nein. Das gab es nicht. Man hat mich halt nur dran erinnert. Solltest du jemals irgendetwas erzählen, was halt diese oder was aus diesem Orden hinausgeht, kannst du davon ausgehen, dass das deine letzte Tat auf dieser Erde war. Das heißt, du wirst diesen Orden oder diese Gemeinschaft nicht näher benennen? Nein, werde ich nicht. Das nicht. Somit lassen die dich auch in Ruhe und du lässt die in Ruhe. Genau so sieht es aus. Und du lebst dein Leben und hast jetzt eine ganz andere Richtung und hast deinen Seelenfrieden gefunden. Oder man hat mir halt ganz klar gesagt, wenn ich gehe, wenn ich diesen Orden verlasse, dann habe ich ihn auch mit dem Herzen verlassen. Mhm. Es gibt keine Rückkehr. Aber darauf bin ich auch nicht scharf, sage ich dir ganz klar. Und insofern habe ich zwar mein Wort diesen Leuten gegenüber gebrochen, aber Jürgen, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin im Nachhinein... Ein guter Wortbruch. Ja, ich bin so froh darüber, ich bin glücklich, ich bin happy und gut, es gibt Dinge, die weiß ich, die muss ich für mich auch einfach behalten, aber es gibt auf der anderen Seite halt Dinge, die werde ich, oder ich sag mal so Oberflächlichkeiten kann man natürlich erzählen, wie jetzt hier diese Geschichte, die ich ja jetzt mit dir mache. Ja. Aber es sind halt einfach Dinge, die muss ich für mich behalten. Und damit kann ich aber sehr gut leben. Ich fand das sehr interessant. Bedanke mich sehr für deinen Anruf. Ja, gerne. Und freue mich sehr für dich, dass du diesen Weg jetzt gefunden hast. Ja. Wünsche dir alles Gute, Wolfgang. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Mach's gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Hier ist Hildegard. Hildegard ist 55. Guten Morgen, Hildegard. Ja, hallo Domian. Hallo, grüß Hildegard. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Du hast auch dein Wort gebrochen. Nein, es war anders. Es ging um ein Wort, was wir, also ich und meine Geschwister, auf dem Sterbebett meiner Mutter gegeben haben. Ja, nämlich? Mutter. Und zwar, meine Mutter hatte Krebs und wollte gerne zu Hause sterben. Mhm. Und da haben wir ihr den Wunsch erfüllt und waren bei ihr, als sie gestorben ist. Mhm. Und kurz bevor die Sterbende, merken das ja, bevor sie sterben, ne? Und bevor sie gestorben hat, hat sie immer wieder gesagt, streitet euch nicht, teilt alles durch drei. Und immer wieder, und ich habe mich schon gewundert, warum sagt ihr das so oft? Streitet euch nicht, teilt alles durch drei. So, und dann ist sie gestorben. Ich war dabei und die anderen auch. Und ich habe die Hand gehalten. Dann kam die Beerdigung, das ist klar, ne? Das war schon alles schwer genug, ne? Und dann nach der Beerdigung, ein paar Monate, da habe ich mal so kurz angefragt, weil meine beiden Geschwister, also da, ich habe meine Schwester und meinen Bruder. Und mein Bruder, der sollte das alles machen, die Angelegenheiten dann hinterher, was er sein muss. Also ihr habt euch gestritten? Noch nicht. Noch nicht? Wann ist deine Mutter gestorben? Das ist jetzt schon 10 Jahre her. Ach so. Ja, aber ich bin bis heute noch nicht darüber hinweg. Und zwar ging es darum... das Wort wurde dann doch nicht gebrochen. Ihr habt euch dran gehalten, oder? Nehmt nicht. Nach der Beerdigung dann hat mein Bruder mich nochmal angerufen und es war ja schon eine Weile, und hat gefragt, was ist denn jetzt, wir müssen doch die Sache dann alles erledigen und so, ne, die Erbschaft. Und dann sagt er, habe ich gesagt, Mutti hat doch gesagt, streitet euch nicht, teilt alles durch drei. Und da hat er ganz komisch gelacht und gesagt, hä, hast du es schriftlich? Und da habe ich erstmal, das war wie ich es auf den Kopf gekriegt habe. Nur sind 10 Jahre vergangen. Wie ist es denn letztendlich geteilt worden? Ja, bis heute noch überhaupt nicht. Ach, bis heute noch überhaupt nicht. Deshalb, ich bin in einem Zwiespalt und der Zwiespalt besteht da drin, dass ich habe immer wieder Anläufe gemacht, ich habe bei Erbschein gesetzliche Erbfolge durch drei, ne? Und bin ich immer wieder zu Anwälten gegangen
Und das Schlimme ist, weil ich immer wieder, wenn ich das versucht habe, in mir drin so ein Zwischelt habe, weil der erste Satz war ja, streitet euch nicht. Mhm. Und dadurch verzögert sich das jetzt seit 10 Jahren schon. Ich schaff's nicht durchzuziehen. Ich bin immer bis irgendwann und dann schaffe ich es nicht durchzuziehen, verstehst du? Hildegard, ich guck gerade auf die Uhr. Die Zeit rennt gerade weg. Ja. Du legst bitte auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Ja, bis gleich. Okay, danke, tschüss. Ihr Lieben, das war unsere Sendung für heute. In der Technik war Matthias Neef. Morgen freie Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, freie Telefonnummer. Und um 1 sind wir damit eine